Jojo, weiter geht's hier in Ducatia City am Abend, wunderschön erleuchtet. Und was sehen wir hier für ein riesiges Gebäude? Ein Pokémarkt. Ganz kurz zum vorigen Part. Ich habe festgestellt, dass der Spielton möglicherweise auch über das Mikrofon aufgenommen wurde. Das bitte ich einfach zu entschuldigen. Ich habe den Spielton jetzt ausgestellt. Das für mich, ich höre es nicht, aber ich kenne das ja auch schon und ja, dann dürfte man jetzt nichts mehr hören außer meiner Stimme. So, wir sind im Einkaufszentrum und da gibt es allerhand zu entdecken. Fangen wir doch mal ganz unten an. Und das ist nicht etwa ganz unten, nein, mit dem Fahrstuhl gelange ich noch ins untere Geschoss. Was habe ich vor? Ich würde sagen, ein bisschen Stadt-Sightseeing, ja, die Umgebung zeigen. Ja, ist eine große Stadt. Dann gibt es noch einen besonderen Ort, den möchte ich auch besuchen, nämlich den Park. Hey, ich will eigentlich nur ins Oberste. Stockwerk. Nee, in das Viertel wollte ich. Da gibt es nämlich TM. TMs zu kaufen. Ach, ich weiß gar nicht, was ist. Ach doch, hier steht. Ah, geil. Das ist Donnerschlag. Feuerschlag. Eishieb. Kopfnuss. Nee, kann ich Kopfnuss immer wieder kaufen. Kann. Romanor Eishieb lernen. Das wäre natürlich super cool. Tatsächlich cool. Krass. Mensch, Romanor, das könnte ja doch noch was werden mit dir. Eine Eisattacke ist nämlich durchaus sehr, sehr nützlich. Schade, dass es hier nicht schon als physisch gilt. Sonst könnte ich ordentlich Schaden machen. Ah ja, hier gibt es Vitamine. Damit kann ich, ja, laienhaft ausgedrückt, die Statuswerte heben. Das ist ja das bekannte Zeug. Nur für den Kampf. Benutze ich nie, werde ich auch mal verkaufen. Kann ich eigentlich jetzt mal machen. So, Verkauf. Halt. X-Abwehr verkaufen. X-Angriff auch verkaufen. Und ansonsten nichts verkaufen, aber ich möchte mir Bälle kaufen. Ich habe jetzt ganz schön viele verballert im letzten Part für Ditto und es trotzdem nicht bekommen. Komm mal hier gleich 10 Stück. Dann bin ich fast pleite, aber was soll's. Ist ja für einen guten Zweck. Bin ich jetzt wieder unten? Ja. Genau, also. Die erste Station, die ich angehen werde, ist nicht die Spielhalle, sondern das Wahrzeichen von Ducatia City, nämlich der Radioturm. Und hier ist ein Bahnhof. Können wir noch nicht benutzen, so viel schon mal dazu. Eigentlich ein Rocket-Typ. Der will nicht kämpfen, der lungert nur rum. So, ich glaube, bei ihr war es genau. Hi. Ein besonderes Quiz. Beantworte 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Steck es in den Puckelkopf und überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Frage 1. Kannst du dir auf den Puckelkopf die Karte anschauen? Natürlich. Richtig, ist Nidorina immer weiblich, aber sowas von. Benötigt Kurt, der Pokéball spielt, Apricoco mit C? Nein, es ist mit K. Kann Carpador
keine Thermattacken lernen. Ja, er kann keine Thermattacken lernen. Es. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein. Es ist irgendeine andere. Schaue ich gleich mal nach. So. Sehr geil. Jetzt haben wir auf unserer Uhr, also der Pokécom ist ja so eine Uhr, übelst technologisiert, also was sie sich für Gedanken gemacht haben. Eigentlich schon die Apple Watch quasi. Ach, hier kann ich noch nicht hoch, schade. Hm. Irgendwas stimmt mit dem Intendanten nicht. Hier ist ein Pummelhof. Wo war ich? Ja, sehr technologisiert. Übelst krass und über diese Uhr kann ich jetzt auch Radio hören. Entschuldigung. Gleich mal ausprobieren. Vorm Radioturm stehen und Radio hören. So, Sendersuchlauf, genau. Hier ist Eisprofessor. Margit heißt sie gut, nehme ich. Ah, genau, das ist wichtig. Man muss immer mal reinhören, dann kann man so erfahren, wo es Pokémon gibt. Porenta auf 38. Pokémon-Musik. Glückskanal, das ist auch gut. So, geht es gut oder geht es nicht? Der verrät einem nämlich immer so eine Art Lottozahl. Glückszahl ist 45064. Und das muss ich abgleichen mit meiner ID, also der Trainer-ID. Also nicht eine einzige Zahl ist richtig und dann würde man Preise gewinnen. Oder ich glaube sogar nur, wenn man alle richtig hat, einen Preis. Okay, nächste Station. Ich kenne mich ja aus und muss jetzt auch nicht mit allen hier reden, wie gesagt. Hab's ja schon mal erklärt. Nur die, die wichtig sind. Und das ist zum Beispiel hier der Fahrradladen. Sieht ziemlich ähnlich aus wie der Fahrradladen von Pokémon Rot und Blau. Ah ja, ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du Fahrrad fahren und Werbung machen? Na klar. Geil, Fahrrad ausgeliehen. Haha, du kriegst es nie wieder. So. Ja, tolle Pokémon. Wo ist es hin? Da. So. Eintragen. Und. Yeah. Ab geht's. Viel schneller unterwegs. Viel schneller ist auch nichts. Also gibt es keine Möglichkeit. Das ist die schnellste Art der Fortbewegung im Spiel. Also zumindest auf der Map. Ja, hier ist die Arena. Aber die möchte ich noch nicht besuchen. Ist auch noch zu schwierig. Untergrundeingang. Genau, da wollte ich hin. Hier im Underground. Wer war oben? Flutterman. Ich probiere gleich mal Romanos Ice Heap aus, wenn es sich denn anbietet. Vielleicht, ja. Lorblatt ist schon ziemlich selten. Schoja hat ein Fleckmon. Tja, da kann ich Ice Heap überhaupt nicht gebrauchen. Und ich glaube Kopfnuss auch nicht. Ah, es geht. Slam in die Fresse? Yeah! Natürlich reicht das nicht aus. Warum auch? Bam! Noch ein Fleckmon. Nee, also. Da hole ich einfach das Rasierblatt raus. Und zerschnipsel dieses Fleckmon. Auch
auch wenn es mir im Herzen wehtut, ein Phlegmon derartig zu verstümmeln. Ordentlich Erfahrung. Also ordentlich viel. So, Freundchen. Nee. Das wäre ja ziemlich dumm, wenn ich nur einen Typen nehmen würde. Also, naja, das ist dumm, das geht auch, aber dann wäre ich manchmal aufgeschmissen. Hier zum Beispiel Magnetilo. Ist seit dieser Generation Elektro, war es schon immer, und Stahl. Jetzt wäre es geil gewesen, eine Bodenattacke zu können. Schön doppelt effektiv. Aber naja. Aquaknarre reicht auch aus. Ich mochte Magnetilo irgendwie immer mehr als Voltoball. Elektroball wiederum fand ich immer geiler als Magneton. Komisch, oder? Aber gerade bei Rot und Blau war es so, dass Voltoball und auch dieser Edition und überhaupt kein Donnerschock lernt. Was natürlich übelst kacke ist am Anfang. Es lernt dann Funksprung irgendwann. Ja, aber Magnetilo könnte wenigstens dann immer schon Donnerschock. Ist das denn so niedriglevelig? Oh, was ist denn nur los? Na gut, ist ja auch Abend, ne? Ja, ja. Aber ich bin froh über die Erfahrungspunkte. Und Romano ist es auch. So, das wird wieder nicht reichen. Oh, ist das dumm. Ich hasse das. Es ist so langatmig. Oh. Ja, ein Glück. Gab's einen Volltreffer. Hast mich doch nicht enttäuscht. Dafür ist Rolf bestimmt sehr enttäuscht von seinen ganzen Elektro-Pokémon. Nee. Ja, die ist verschlossen, ich weiß. Ich will doch was Bestimmtes haben. Hä? Anderer Tom. Mhm. Okay, ach, hier ist es doch. Yeah, der Münzkorb. Den Münzkorb brauche ich, um im Casino, in der Spielhalle, Münzen zu kriegen. Ja, man kann diese speziellen Jetons quasi nicht sonst wo aufbewahren. Nein, es muss in einem extra vorgesehenen Korb sein. Pokémon Takao, ein Schlurp, das ist schon sehr selten. Bam! Ha, geil. Beim Schlurp ist noch langsamer als ich. Dililit. Sieht cool aus. Hm, schön, Volltreffer. Lächerlich. Und noch eine Kopfnuss. Schön auf die Zunge. Boah, schön viel Erfahrung, ey. Richtig geil. Also wirklich, wie unkreativ manchmal diese. Die machen nur oh 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 oder arg. Uiuiui. Wenn sie verloren haben. Ach, das ist der Affe, der hat Slimer. Der hat versucht, mit einem Slimer zu mogeln, wie auch immer das geht. Wie es aussieht. Geil. Mach dich erstmal sauber, Slimer. Ja,
Lichtturm-Härtner. Vereisen wäre mal cool. Ja, doch, nicht übel. Gar nicht übel. Naja klar, Eishieb hat natürlich viel mehr Angriff als Aquaknarre. Aquaknarre ist aber vom selben Typ wie Romano, deswegen ist es auch nochmal stärker, aber ich glaube, das ist ja nur 1,5, das heißt, es hätte 60 Stärke. Eishieb hat trotzdem 75. Also ist Eishieb tatsächlich besser. Außer, ja, sehr effektiv, ja, sowas halt. Komm, ich will mal gefroren sehen. Ist ja auch Quatsch, dass ein Slimer Härtner kann, also ist ja wohl mal das ganze Gegenteil von irgendwas Hartem. Vielleicht ist das gerade der Klut daran. Mit Schlamm austrocknet wird es ja auch irgendwie hart. Platsch, platsch. Level 18. Nice. Ich muss aber sagen, die KP-Zahl gefällt mir schon sehr gut bei Romano. So. Hier genau. Hier werde ich später noch einmal zurückkehren. Merkt euch dieses Haus bei dem Opi. Ah, die Spielhalle wollte ich aufsuchen. Was gibt es denn eigentlich für Preise? Das ist mal interessant. Das habe ich nämlich vergessen. Ah, hier gibt's Blizzard, Feuersturm und Donner als Attacken. Und hier gibt's Pokémon. Abra, Sandan oder Tratini. So ein Abra wäre schon cool, oder? Und zum Sala am Ende. Ich habe nämlich überlegt, ich hätte doch die Möglichkeit, per Tausch was zu arrangieren. Also durch Tausch entwickelte Pokémon, das kann schon klappen. Deswegen, ja, habe eh noch nicht genug Münzen. Ich kann ja mal zeigen, wie das aussieht, wenn man am Automaten spielt. Halt, schenken die mir Münzen? Nee, der zumindest nicht. Bei Rot war das so. Prismania City, genau, das ist ein Kanto. Ja, gib mir mal ein bisschen. Oh, 1000, ey. Nein, nicht nochmal. Fuck. Jetzt habe ich 100 Münzen. So, das ist nämlich ein ganz einfacher, einarmiger Bandit. Ja, ich setze 3. 1, 2, 3. Hä? Was ist denn das für eine Kacke? Halt doch mal an. Nochmal 3. Dididit. Nochmal. Dididit. Ich muss, glaube ich, nur schnell genug sein. Ja, Pikachu. Wow, es gibt 8 Münzen, ey. Wie lange das dauert. Das ist unfassbar. Deswegen ist es üblich, sich einfach die Münzen zu kaufen, wenn man übelst viel Geld hat. Und dann an die Preise zu kommen. Erst einmal zum Pokémon Center. Ansonsten habe ich hier eigentlich gerade nichts weiter zu tun. Aber ich kann noch ein bisschen Training gebrauchen. Deswegen gehe ich schon mal aus dem Norden raus. Aus der Stadt. Das ist auch quasi, ja, Hauptstadt von Johto. Das ist zumindest die größte Stadt. Hat einen Radioturm, hat das riesige Einkaufszentrum, hat einen Bahnhof, also das ist schon was, ne? Hallo du! Zur Pokémon Arena? Nein, im Moment noch nicht. Emilie.
Das ist nicht Emily, das ist Emilie. Ja, yeah, Vulpix. Super günstig für mein Romanor. Ja, immer in die Hälfte, ne? Glut. Ich will auch endlich ein Feuer-Pokémon. Manu. Feuer. Oh. Ja, warum auch besiegt sein, ne? Ist ja Quatsch. Plitschplatsch. Vulpix tot. Besiegt. Oh, ich habe verloren. Ja. Das meine ich, ist halt total nicht kreativ. Oh yeah. Zeig mal deiner Freundin, wie cool du bist, indem du mich mit Pokémon besiegst. Das kommt sicherlich gut an bei Frauen. Kilian. Und bei dem Namen würde ich mir auch irgendwas überlegen, um Eindruck zu schinden. Sandan Level 13, also ich glaube, damit kannst du dich nicht beeindrucken. Klappt natürlich auch instant. Ja. Oh, ich dachte jetzt schon. Upsala. Aha. Schon wieder daneben. Einmal Sandwirbel. Ich treffe nie wieder. Gut. Danke. Warum sollte es auch ausreichend sein? So, nochmal Sandwirbeln. Das ist eigentlich schon... Ah, oh, Überraschung. Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hätte viel nerviger sein können. Meryl. Cool. Ihr erinnert euch an Meryl? Das war das Pokémon, das kam, bevor man Professor Eich gesehen hat, beziehungsweise danach. Da ist es. Ganz süß. Ich wäre überlegt, mir eins zu fangen, aber ich... weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ziemlich selten, ziemlich schwer zu kriegen. Und so besonders ist es auch nicht. Also, ja, vielleicht fange ich mir eins, aber es wird wohl nicht den Weg in mein Team finden. Das sieht schon lustig aus. Nicht sehr viele Erfahrungspunkte. Egal, es reicht für Kräuterli. 300, was für ein armer Camper. Mein Freund ist schwach, er kann mich nicht beschützen. Ja, dann komm noch zu mir, Baby. Wohl, nee. Nina Picknicker. Suche ich mir doch lieber eine Schönheit oder so. Oh, Pikachu, endlich mal Pikachu. So, dass meine Kopfnuss von mir zu spüren bekommen. Der Kopf ist von so einem glitschigen Molchkörper. Jawoll. Ja, Doppelteam ist nicht viel geiler als Sandwirbel. Denn der Fluchtwert bedeutet ja, dass ich es auch schlechter treffen kann. Aber Mana hat Zielwasser getrunken. Yeah. Ich glaube, ich bin gut. Was hast du denn für coole Daten erhalten, hm? Wie kurz Shorts sein müssen, um richtig beknackt auszusehen? Ewald. Also, ich kann immer nur wieder den Kopf schütteln über diese übersetzten Namen. Ich mach mal Eishieb. Geil, Intensität. Das ist eine ziemlich gute Bodenattacke eigentlich. Romanor hat das gut weggesteckt. Im Gegensatz zu Dicta, den Eishieb. Zubat. Da kommt mir jetzt Eishieb sehr gelegen. Denn, wie ihr alle wisst, oder vielleicht auch nicht, Eis ist sehr gut gegen Flug. Was ist Zubat? Flug und Gift. Da habt ihr es. Sehr effektiv. Noch ein Dickdarm. Nehme ich doch mit Vergnügen.
Kratz. Pring, pring, pring. So, das ist auch Level 14, sehe ich gerade. Mensch, ich gucke irgendwie immer nur auf meine eigene Anzeige. So, Ewald. Mit deinen Würstchen. Ich glaube, das heißt Eberswald. Eberswälder Würstchen? Möglich. Erstmal ein Trank. Manu hat fast schon die meisten KP. Hier ist ein Feuerspucker und rechts ist ein nerviger Jongleur, der hat so übelst schwache Pokémon, wollte bei Level 2, dann irgendwie Level 4 und es wird immer mehr. Mal sehen, werde ich auch noch bekämpfen. Aber, alter Magma, Magma als Feuer-Pokémon, das wäre eine Nummer. Die Zeit drängt ein wenig und ich werde jetzt danach noch einen Kampf machen, dann den Park zeigen, kurz was dazu sagen und ja, dann geht's im, ich vermute mal, letzten Part weiter zum Orden und zu dem Event, das im Park stattfindet. Ihr seid schon ganz gespannt, ne? Ich merke das schon. Gleich ist es soweit. Dann wird sich alles aufklären. Sag mal, wieso macht das Magma eigentlich so unfassbar viel Schaden mit Feuerschlag? Und wieso ist das jetzt Level 13? Sieht übel aus. Smog. Smog. Nein, nicht vergiftet werden. Sorry, ich muss wechseln. Flatterman, du bist gefragt. Brennung. Verbrennung. Ich puste sein Feuer, das so heiße lodert, einfach auf. Yeah. Wolf. Aua, ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Hast du überhaupt eine Nase? Sieht nicht so aus. Okay. So. Moment mal. Ja, genau. Also in diesem Park finden regelmäßig Turniere statt, und zwar Käferturniere. Und da geht es darum, Käfer-Pokémon zu fangen. Aber das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Ja, da gibt es einen Preis und man darf das Käfer-Pokémon behalten. So, das ist der Park. Oh, der ist in einer Pokéball-Form. So, schade für Romano. Kann ich das... Alter, das Ei schlüpft! Wahnsinn! Es ist natürlich Togepi, ich wusste das. Ach, so süß. Aber ich werde es einfach nie benutzen. Es ist so süß. Ich nenne es einfach nur Togo. Jetzt dann. Ach, Tom. Ach, den habe ich ja schon. Geil. Da, Dummiselz. Jo, aber da komme ich jetzt nicht so schnell hin. Ja, hier kann man es ein bisschen sehen. Also oben ist eine Pokéball-Hälfte, unten in der Mitte als dieser Brunnen. Das ist quasi der Kreis vom Pokéball, der Knopf. Genau, und hier gibt es noch jede Menge Trainer. Und vor allem gibt es ja auch zwei Items. Einmal ein Paraheiler.
nervig hier lang zu fahren, weil das alles so zackig ist. So. Und hier unten gibt es noch eine sehr, sehr wichtige TM, nämlich TM 28. Und das ist die allbekannte Attacke Schaufler. Eine ziemlich gute Bodenattacke. Da werde ich mal schauen, wem ich die beibringe. So, hier gibt es noch einen Ausgang. Gehe ich jetzt nicht lang, weil da komme ich dann wieder zu einer Sackgasse und so weiter. Wie das halt immer so ist, man muss sich den Orden holen. Ja, hier gibt es noch ein Item. Das ist eigentlich ganz cool. Das werde ich dann mal Romano geben. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Da bin ich. Eine Flinkklaue. Die könnte nämlich manchmal erreichen, dass man vor dem Gegner angreift, auch wenn man langsamer ist. Ja. Optimal für sehr langsame Pokémon. Okay. Nein! Jetzt muss ich ja doch noch gegen den kämpfen. Ich wollte einfach nur vorbei. So ein Kack. Erich. Da. Voltoball Level 2. Lachnummer ist das. Absolute Lachnummer. Noch ein Voltoball. Das ist schon Level 6. Und das ist auch schon besiegt. Wow, ein Voltoball. Ja, also bei dem Käferturnier, nicht dass ihr euch wundert, im nächsten Part wird es dann Dienstag sein, weil ich warte, bis ich das machen kann. Ich möchte das unbedingt machen und euch auch euch zeigen. Und zwar zu diesem Zeitpunkt. Denn falls ich ein gutes Käfer-Pokémon bekomme, will ich es natürlich ins Team aufnehmen. Deswegen wird quasi einfach ein Nachtwechsel, ein Tageswechsel stattfinden. Ich muss nämlich auch bis 18 Uhr mich da angemeldet haben, sozusagen. Ja. Deswegen ruft jetzt Mama an und mir zu erzählen, dass sie dort was zu gekauft hat. Puh. Und ich werde jetzt einfach hier beenden. Part 3. Wir sehen uns dann wieder. Es wird dann wieder hell sein. Und dann gibt es das hier Käferturnier und die Arena. Ich freue mich schon. Bis dahin.